Hallo Kackbratzen. Die wundervolle Welt der Videospiele. Ein Quell der Entspannung für unzählige Stunden voller Spaß. Aber über dieser friedlichen Idylle herrscht Angst. Angst vor dem Ungewissen, denn zwischen den nach Frühling duftenden Exemplaren erstklassiger Spiele befinden sich auch immer wieder Titel, die wahre Ausgeburten der Hölle sind. Aber so ist die Natur. Unbarmherzig, hässlich, aber auf der anderen Seite so liebevoll und voller Diversität. Das, meine lieben Damen und Herren Kackbratzen, ist Sir Fox McFluffybottom. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schlimmsten Spiele aller Zeiten im undurchsichtigen Dickicht der millionenfach veröffentlichten Spiele aufzuspüren und zu katalogisieren, um die Nachwelt vor allen Rohrkrepierern zu warnen. Es ist keine leichte, aber zumindest eine ehrliche Arbeit, voller Schmerzen und Gefahren bei der ein oder anderen Partie an einem Herzinfarkt oder Gehirnblutung zu sterben. Aber Sir Fox McFluffybottom wäre kein echter Ritter, wenn er sich dieser Gefahr nicht mit unerschütterlichem Mut und Durchhaltevermögen entgegenstellen würde. Schließlich kommt er aus dem fernen Bayern, ein Land, aus dem Bäume noch aus echtem Holz geschnitzt sind und unter 3 Liter Bier man immer noch als stocknüchtern gilt. Auf einer seiner letzten Reise stolperte er schon fast aus purem Zufall über eine ganz besondere Monstrosität. Das sagenhaft fürchterliche Dämon Somona. Aber hören wir mal, was er zu sagen hat. Gegrüßt seid ihr, meine lieben Kackbratzen. Gebt heute mal fein Acht, denn ich habe euch ein Monster mitgebracht. Demon Summoner war ein im Jahr 2005 von Midas Interactive Entertainment veröffentlichte und von Atomic Planet Entertainment entwickeltes Actionspiel, bei dem einem schon nach 2 Minuten die Augen bluten. Midas Interactive Entertainment war eine Billigspiele-Klitsche und bekannt für seine höllisch schlechten Produkte, gleich nach Phoenix Games. Atomic Planet Entertainment auf der anderen Seite ist nicht nur berüchtigt für brutal beschissene Portierung von Handyspielen, sondern auch für das PS2-Spiel The Guy Game, das aufgrund sehr, sehr fragwürdiger Inhalte, darunter die Zuschaustellung nackter Tatsachen einer Minderjährigen, zu Recht aus dem Verkehr gezogen wurde. Hoffen wir mal, dass YouTube nicht zuhört und den Kanal hier allein wegen der Nennung des Titels nicht mit einem lebenslangen Bann belegt. Manche Spiele laufen aus diversen Gründen Gefahr, durchs Raster zu fallen, womit sie dann Gefahr laufen, dass sie von niemandem auf dieser Welt gespielt werden. Im Falle von Demon Summoner ist das allerdings keine Tragödie. Das Spiel ist so beschissen schlecht, dass es wohl niemand geschafft hat, über das 2. Level hinauszukommen. Und selbst dieses Level zu erreichen, grenzt beinahe schon an einem Wunder, denn zum einen bereitet Demon Summoner höllische Schmerzen und zum zweiten ist es rein technisch gesehen komplett unspielbar. Dieses Video soll eine Warnung sein für alle, die sich vor den Empfangsgeräten befinden und dank dieses Videos auf die entsetzlich dämliche Idee kommen, selbst mal Hand anlegen zu wollen. Was ihr unter eurer Gürtellinie macht, ist mir komplett Stulle, aber bitte fasst um Himmels Willen niemals dieses Spiel an. Es ist beinahe so, als würde man gleichzeitig ein Portal zur Hölle und die Büchse der Pandora öffnen. Binnen weniger Augenblicke werden eure Augen und Ohren bluten und in den Händen werdet ihr schon nach kürzester Zeit höllische Krämpfe haben, womit sich das Selbsthandanlegen ohnehin für geraume Zeit erledigt hat. They killed my son David, tortured and destroyed him, as we helplessly watched. But his fate was almost a mercy compared to the way they violated my poor wife. Demon Summoner verfrachtet uns ins London des späten 19. Jahrhunderts, das damals anscheinend aus den immer gleichen Gebäuden erstellt wurde. Zudem sind die Straßen verdammt leer, was vermutlich daran liegt, dass ein gewisser Jack the Ripper sein Unwesen treibt. Das Spiel beginnt auch mit einer ziemlich käsigen und noch schlechter erzählten Einleitung. Wie es aussieht, dürfen wir in dem Produkt in die Rolle des James Farrington schlüpfen, der von Beruf sowas wie ein Vampirjäger ist. Leider meinte es das Schicksal nicht gut mit ihm, denn irgendwelche Dämonen haben nicht nur seinen Sohn ermordet, sondern auch noch seine geliebte Frau Emily in einen Vampir verwandelt, die nun als Untote in den Straßen von London irgendwelche Nutten tötet und die Schuld in die Schuhe von Jack the Ripper schiebt. Oder so. Die Geschichte klingt ziemlich verwirrend und leider erklärt das Intro die Handlung auch nicht so wirklich gut, was aber in erster Linie daran liegen könnte, dass fortlaufend das Geräusch von Regen im Hintergrund die Stimme im Vordergrund komplett überlagert. A crane was being used to load the ship. And if I could find a way up to the roof. Und das ist eine so unheimlich gute Idee, dass ich ab nun selbst Regen über die Tonspur lege, damit man meine fiese Stimme nicht mehr so hört. Das schont eure Ohren und Nerven. Dank mir später. Schon das erste Level ist das absolute Grauen. Nicht weil das Spiel so unfassbar gruselig, sondern weil die Grafik komplett im Arsch ist. Das Niveau reicht gerade so an einen PS1-Titel heran, allerdings mit ein wenig höherer Auflösung. Ziel ist es, seiner Frau Emily hinterherzulaufen, um sie am Ende zur Strecke zu bringen. Zum Glück hat das erste Level noch Erbarmen mit unseren Augen, denn es führt uns durch die Katakomben von Whitechapel, wo es so arschfinster ist, dass man ohnehin kaum die Hand vor seinen Augen sieht. Oh.
Das Problem ist allerdings nur, dass man es hier auch schon gleich mit dem ersten Gegnertyp zu tun haben. Dabei handelt es sich um eine Art Zombie, den man massenhaft kopiert hat. Zum Glück sind diese Armleuchter so unfassbar dämlich, womit sie eigentlich keine große Gefahr darstellen sollten. Unser Vampirjäger ist natürlich mit der weltbesten Armbrust aller Zeiten ausgestattet, die allerdings so unfassbar langsam nachlädt, dass man zwischendrin sich schnell einen Kaffee holen könnte. Es gibt auch ein Messer für einen schnellen Nahkampfangriff, aber das sollte man besser stecken lassen. Die beste Methode, um die Zombies auszuschalten, ist rückwärts zu laufen und auf deren Beine bzw. Hüfte zu schießen. Damit verlieren sie nicht nur ein Bein, sondern hören auch auf euch zu verfolgen. Wer nun auf die Idee kommt, auf den Kopf zu zielen, hat eher schlechte Karten. Sie verlieren zwar ihren Schädel, laufen aber immer noch auf euch zu und versuchen euch zu töten. Insgesamt ist das erste Level eine absurd lästige Angelegenheit, die schon einen Vorgeschmack auf das macht, was uns im weiteren Spiel erwarten wird. Es ist ein unglaublich nerviger Irrgarten, in dem man sich allzu oft verlaufen wird. Sollte man aber es wie auch immer aus den dunklen Gängen herausgeschafft haben, wird man auch schon auf den nächsten Gegner treffen. Diesmal sind es Vampire, die zwar genauso dumm sind wie Zombies, dafür aber um einiges schneller laufen können. Aber auch hier kommt man gut voran, wenn man rückwärts läuft und mit sehr viel Geduld seine Armbrust nach einem jeden Schuss nachlädt und immer auf die 12 ballert. Das Problem bei dieser ganzen Monsterjagd ist die unheimlich schlechte Treffererkennung. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass die Hitbox der Feinde während des Angriffs zufällig an andere Orte beamt, was für eine extra Portion Rätseleinlagen sorgt. Nur eben nicht von der guten Sorte. Und wo wir gerade bei extrem guten Spielmechaniken sind. Im zweiten Level erhält man zum ersten Mal eine Pistole in die Hand gedrückt. Da aber das gesamte Level eine Schleichmission ist, sollte man tunlichst niemals auf die saudumme Idee kommen, die Waffe abzufeuern. Dann ist das Spiel nämlich sofort zu Ende. Das Schlimme daran ist, dass man zum Startbildschirm zurücktransportiert wird. Es gibt kein Continue und wer zudem nicht gespeichert hat, kann sich somit das Spiel dorthin schieben, wo die Sonne niemals scheint. Aber trotzdem ist es wirklich eine besonders geile Idee, dem Spieler eine Waffe zu geben, die er dann nicht mal benutzen darf. Zumindest nicht in Level 2. Was aber diese ganze Sache wieder einfacher macht, ist, dass es im Prinzip nur 4 verschiedene Gegnertypen gibt, die sich mehr oder weniger alle gleich verhalten, aber nur in ihrer Geschwindigkeit variieren. Und Bosskämpfe sind in etwa genauso spannend wie nasser Farbe beim Trocknen zuzusehen. Bosse sind eben nur etwas größer, rennen aber genauso strunzdumm auf euch zu, sodass man wie immer rückwärts und in Kreisen läuft und sein Magazin leerballert. Noch lächerlicher als die Bosskämpfe selbst sind nur die Animationen der Feinde. Wenigstens verfehlt das Spiel nicht seinen Zweck. Es wird einem eine Heidenangst einjagen, aber nur weil das Gesamtprodukt so unglaublich schlecht programmiert wurde. Und hier kommen wir auch schon zur Grafik. Es dürfte niemanden überraschen, dass Demon Summoner keine besonders gute Figur macht. Die Texturen sind flach, hässlich und verschwommen. Die wenigen Feinde, denen man begegnet, sind schlecht modelliert und animiert. But Emily was nowhere to be seen. Whatever he was examining was apparently far too consuming. Es gibt so gut wie keine Beleuchtung, die zur Atmosphäre beiträgt, was das Spiel insgesamt noch langweiliger macht. Bei manchen Dingen im Spiel und darunter gehört auch die Frau unseres Helden, scheint man irgendwie auch schon in anderen Spielen gesehen zu haben, womit der Eindruck erweckt wird, dass die Entwickler schamlos irgendwelche Assets geklaut haben. Aber besser gut kopiert als schlecht sich selbst aus dem Arsch gezogen. Und das Sounddesign ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Das Grunzen der Feinde ist so schön wie der Orgasmus eines Nilpferds, der sterbende Zombie klingt wie der sterbende 0815-Gegner aus Doom und auch die Waffen machen nicht gerade einen besonders überzeugenden Eindruck. Insgesamt ist Demon Summoner wie ein Strahl warmer Pisse mitten ins Gesicht und ich bewundere wirklich jeden, der das Spiel auch bis zum bitteren Ende gezockt hat, sofern es überhaupt jemanden gibt, der diese unfassbaren Schmerzen ohne Folgeschäden überhaupt über sich ergehen lässt. It seemed that in my quest for revenge I had unearthed an even greater threat to this world. Das Beste an dem Ding ist seine kurze Spielzeit. Wenn man wirklich, wirklich gut ist und man auch die Hitbox der Feinde richtig einschätzen kann, dann kann man diese Folter schon nach nicht mal einer Stunde beenden. Am besten ist es aber wohl, wenn man erst gar nicht mit dem Spielen anfängt. Ich meine, ich kann euch natürlich nicht verbieten, diese Arschwasser-Essenz mal selbst zu testen. Aber es gibt erstens überhaupt keinen Grund und zweitens möchte ich für Spätfolgen keine Garantie oder für dringend notwendige Therapiestunden aufkommen. Wirklich niemand sollte Demon Summoner gespielt haben.
Das freut nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch eure Seele. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.